Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe Selim Sürmeli mal wieder bei mir und es geht mal wieder um die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland. Bei dir gibt es immer was Neues. Man könnte wahrscheinlich stundenlang drüber reden, aber du machst ja auch Seminare oder und hast eine Homepage, wo man alles nachlesen kann. Aber so ein paar Eindrücke hätten wir doch gerne. Was tut sich Neues? Wir haben ja schon gehört, wir sind keine Menschen, wir werden als Sachen angesehen. Wie ist das Ganze organisiert? Ja, wie das so organisiert ist, unsere Vergangenheit hat eine lange Geschichte und die Zukunft ist ungewiss. Angefangen hat das ganze Jahr schon seit längerem, seitdem auch Jesus Christus damit nicht fertig geworden ist und alle Schuld auf sich geladen hat. Und das System scheint hier in der Zwischenzeit wirklich große Unterschiede zu machen. Ja, in welcher Situation befinden sich die Menschen hier in der Bundesrepublik? Die Menschen befinden sich in einem Zustand als totgemalte, so wie bei Max und Moritz, wo sie dann durch den Schornstein fliegen und irgendwo gemalt werden. Also sind totgemalte Personen, die also keinen Geist mehr haben, die sich eigentlich nur den Gelüsten geben und eben auch als Person eben gekennzeichnet werden. Man verändert in der Zwischenzeit die sogenannten Akzidenzien, das heißt die Zutaten. Alles läuft hier nach Versuch und Irrtum. Und man sieht das aber auch, dass also eine Vorgaben da sind, wo die Menschen dann in Massen quasi rechtlos gestellt werden. Und zwar zu unserem Guten, behaupten sie, und dadurch verliert der Mensch natürlich seine Rechte. In dem Zusammenhang wird in den nächsten Tagen, denke ich, ein Video erscheinen, die Rede des Papstes im Bundestag, wo es dort darum geht, dass der Papst die Bundesrepublik und insbesondere die Positivisten als Rechtsräuber beschimpft, aber das hat wahrscheinlich keiner so richtig gesehen und das Video werden wir dann jetzt veröffentlichen. Mhm. Und wie das vor sich geht, ist also sehr, sehr gut organisiert. Es ist ein sehr gut organisiertes Verbrechen. Alle sogenannten Behörden sind in der Zwischenzeit Agenturen, Casting-Agenturen. Früher gab es, wie gesagt, Menschen und Ämter, dann gab es die Personen und die Behörden und in der Zwischenzeit, man kann das in vielen Städten sehen, da heißt es Kundenzentrum und da gibt es nur noch Agenturen, in denen die Menschen dort ja eben zu Verbrauchern gemacht worden sind. Und Verbraucher ist ja nichts anderes wie hier im Studio, die Lampen. Und Verbrauchen oder die Lampe, dass die also eben glüht, ist nichts anderes als der Holocaust. Darüber hatte ich letztens berichtet, dass eigentlich der 1. Mai ist ja kein Feiertag im Sinne, sondern das ist der Tag der Arbeit und der Arbeiter und das ist die Fortsetzung von Hartz IV. Also, wie soll man sagen, der Begriff des Staates ist ja erst Anfang des oder Ende des Jahrhunderts gekommen und 1900 fingen dann an, die Menschen in sogenannte sichere Zonen wie Sozialversicherung und so weiter, die Menschen zu personifizieren. Und innerhalb dieser Personifizierung ist es ja nicht möglich, dass man den Menschen als Mensch erkannt, sondern nur als Person. Und da hatte ich ja schon mal erzählt, deswegen ist es nicht möglich, dass man einen Menschen zum Beispiel Schadensersatz für Schmerzensgeld und so weiter richtig zuerkennen kann, weil nämlich die sogenannten Sachverständigen, die hier medizinisch tätig sind, überhaupt den Menschen ja als Sache gar nicht erkennen, sondern nur als Sache bedienen. Also nicht mehr als Mensch erkennen. Genau. Gut, aber nun lass uns mal darauf kommen. Du hast gesagt, also im Grunde ist das dann das, die ganzen staatlichen Stellen sind im Grunde keine hoheitlichen, das, was wir uns unter dem Staat vorstellen, Strukturen, sondern es sind Firmenstrukturen oder Privatstrukturen, ja. Oder wie ist das? Also sie verändern dadurch, dass man die Menschen totgemalt hat, also Adolf, also ich fange mal vielleicht richtig mal an, zu erzählen, wie sich das entwickelt hat. Es geht hier um Kunst,
Ja, wenn man zum Beispiel in Hamburg ist, vor dem Landgericht oder vor dem Verfassungsgericht, da steht oben auf dem Dach steht dann drin, Recht ist, also Recht, das Recht ist die Kunst der guten Ordnung und der Billigkeit oder Nachbilligkeit. Das heißt, Recht kann man nur bekommen, wenn sie es einem zubilligen, aber in Wirklichkeit ist Recht eine geistige Wissenschaft, die nur der Mensch besitzen kann. Deswegen richtet der Mensch auch, er entscheidet und urteilt nicht und erklärt sich auch nicht vor Sachen. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft stellt ja viele Verfahren ja ein, die Verfahren dürfen sie gar nicht einstellen, weil ja daraus keine Erkenntnisfähigkeit resultieren kann. Der Täter lernt nicht, dass er für etwas bestraft wird, sondern er wird belohnt und die Opfer werden dafür bestraft. Welche Verfahren werden jetzt von der Staatsanwaltschaft eingestellt? Das würden sich ja viele wünschen. Ist das bei euch so? Ja, ich kann das hier, Staatsanwaltschaft Karlsruhe, hier habe ich diesen Fall. Hier habe ich diesen Fall, Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Da bin ich als Beamter gewesen und bin dann angegriffen worden und man hat mich dort also schwer verletzt mit Maschinenpistolen und anderen Dingen. Man kann das hier sehen, das ist jetzt exakt ein halbes Jahr her. Ermittlungsverfahren gegen POK, POM, PKA, PHA, K und was weiß ich, Körperverletzung. Also Polizeibeamt, ne? Körperverletzung im Amt. Es gibt keine Körperverletzung im Amt, weil die Beamten sind ja gar keine Beamten und sie können ihre Ausweise nicht zeigen. Das ist also schon eine Amtsanmaßung. Beispielsweise vorliegen sind keine Anhaltspunkte für Straftaten der am Einsatz vom 29.11.2012 beteiligten Polizeibeamten ersichtlich, weil es gibt gar keine Polizeibeamten. Ich habe sie ja nach ihren Amtsausweis gefragt, Dienstausweis gefragt. Ich war letzte Woche zum Beispiel in Hamburg bei der Ausländeragentur. Wie gesagt, Behörden sind es ja nicht mehr, steht ja auch Kundenzentrum drauf und das frage ich den Leiter, sind Sie Beamter? Sagt er, ja klar bin ich Beamter. Haben Sie einen Beamtenausweis? Nein, den habe ich nicht. Haben Sie einen Dienstausweis? Den habe ich auch nicht. Ja, alles klar, Herr Kommissar, ne? Also es geht einfach gar nicht. Da steht, diese haben den Anzeigerstatter. Jetzt bin ich also nicht mehr der Herr Sürmeli, also der Herr des Sürmelis, also der Verwalter des Vermögens Sürmeli, sondern jetzt bin ich der Anzeigerstatter. Das ist wiederum eine juristische Person, rechtmäßig einer Identitätskontrolle unterzogen. Der Mensch erklärt sich doch nicht, sondern der Mensch ist da. Da der Anzeigerstatter die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und auch die Legitimation des Polizeihandels bestreitet, ich habe nie die Existenz der Bundesrepublik bestritten, sondern ich habe gesagt, die Bundesrepublik ist kein Rechtsstaat. Und das steht ja auch im Grundgesetz drin. Also nicht ich habe eine Macke, sondern die anderen sind die Verrückten, die das nicht wissen. Also wir haben hier in Deutschland, das nennt man funktionale Analphabetisten, die das zwar lesen, weil das in Deutsch geschrieben, aber verstehen tun sie es nicht. Ja, das ist also ganz schlimm und und darunter leiden natürlich die Menschen und da steht drin, leistete er dieser keine Folge und versuchte sich durch Flucht zu entziehen. Im Folgenden wenden die angezeigten Beamten rechtmäßig unmittelbaren Zwang an und nahmen den Anzeigerstatter in Gewahrsam. Also, Beamten sind juristische Personen und sie haben gar keinen, weder einen Zwang noch ein Recht, denn nach dem Polizeigesetz, das ist Baden-Württemberg, § 15 Polizeigesetz, einfach reinschauen, dürfen Polizisten keinen Zwang auf Menschen ausüben, nur auf Personen oder auf Sachen. Und sie erkennen mich als Mensch nicht. Sie haben keine Erkenntnisfähigkeit. Und da hat der Papst gesagt, nimm dem Menschen das Recht weg, also dass sie Menschen sind, dass man sie als Menschen mit Rechten nicht ansieht, dann handelt es sich hier nur noch um eine Räuberbande. Und so benehmen die sich eine auch. Das hat der Papst gesagt. Das hat der Papst gesagt, aber genau. Keiner versteht das richtig. Und da machen wir ein Video daraus. Also das ist hier sozusagen das. Also dann haben wir etwa der Staatsanwaltschaft, es sind 19 Seiten geschrieben, ja, und das Interessante bei der Sache, wo wir jetzt drauf kommen, ist, dass ich also beamtet bin, ich bin Beamter und zwar nach dem Bundesverfassungsgerichtsentscheidung 42,312, das wird ja auch zitiert. Neben dieser Zitierung haben wir in der Zwischenzeit vom Kultusministerium in Niedersachsen ein sehr wichtiges Dokument. In diesem Dokument des Kultusministeriums, das ist hier erst am 14.05.2013 eingegangen, wird bestätigt, ich lese das mal vor,
Des Weiteren erlaube ich mir den Hinweis, dass in Deutschland keine Registrierung von Religionsgemeinschaften erfolgt. Das ist also hier, wird das nochmal erklärt. Wir haben in der Zwischenzeit die Kommission für das Zivilstandswesen angeschrieben. Man findet diese Seite, wird angepriesen über das Bundesministerium des Inneren, aber diese Seite ist natürlich nicht unter BMI. Was weiß ich zu finden, sondern das ist eine eigenständige Seite, in der geschrieben steht, dass alle Ministerien Register führen über die Religionsgesellschaften und Gemeinschaften, sodass diese Erklärungen sind alle falsch. Also man muss bedenken, dass Täuschung im Rechtsverkehr zu den Werkzeugen zu den Werkzeugen der sogenannten Ämter und Behörden oder was weiß ich gehören. Ich habe heute Morgen ein wichtiges Telefonat geführt, und zwar wegen des Landes Baden-Württemberg. Leider ist das jetzt hier schwarz, weil das hier ein Cover ist. Und das ist hier eine Abhandlung, die ist etwa 54 Seiten stark. Und hier geht es in Baden-Württemberg um die baden-württembergische Landesverfassung und um das Grundgesetz. Das ist die Verwaltungsschule Baden-Württemberg, Hofstraße 1b in Karlsruhe. Sie ist ein privater Verein des Gemeindetages, das auch wiederum ein Verein ist. Und wir haben uns die Landesverfassung von Baden-Württemberg uns angeschaut. Das ist also auch nur ein Verein. Es handelt sich hier nicht um eine öffentliche Urkunde. Das ist also gar nicht öffentlich zustande gekommen, sondern rein privatrechtlich. Alle Bundesländer, alle Staatskanzleien, das kann ich hier nochmal nachweisen. Das ist jetzt auch der Punkt, warum wir hier nochmal darüber sprechen. Hier sind ganz viele Beweise drin, aber da würden wir uns jetzt natürlich die Finger brechen. Ich suche natürlich die DUNS-Nummern raus. Alle Gerichte und alles, was hier ist, die sind eingetragen in Amerika, und zwar unter der SIC-Nummer als Firma, nämlich als Standard-Industrie-Code. Das sind also Standards, die hier, also es sind ausländisch, also eigentlich handelt es sich hier bei der Bundesrepublik um eine ausländische Firma, die in Amerika eingetragen ist und Privatrecht, also privates Unrecht praktiziert, nämlich durch gesetzte Autonomie, Privatautonomie, die man Gesetz nennt. Gesetz nennt, weil sie gesetzt worden ist. Sie ist also nicht lebendig entstanden, sondern sie wurde gesetzt als juristische Person. Und im öffentlichen Recht ist Privatrecht absolut verboten, aber sie machen das hier. Und zwar hier zum Beispiel das Bundeskanzleramt, hier steht das drin, ist eine Firma. Also nochmal, das sind Verzeichnisse, das kann man glaube ich selber auch, wie heißt das da? Es ist SIC, Standard Industry Code. Gibt es einmal, da kann man das ja, auch ich suchen? Ich versuche das nochmal. Also die Menschen hier in der Bundesrepublik sind als Displaced Person, das heißt Displaced Person, also entwurzelte Personen. Und man sieht ja, dass also hier wird das nochmal in dieser sogenannten Staatsrechtslehre wird das nochmal erklärt. Und das finde ich so ein Hammer, dieses Buch. Weil hier eigentlich die Menschen von vorne bis hinten belogen werden. Also ein Haus, das gar kein Fundament hat, bricht irgendwann zusammen, weil es gar nicht auf diesen maroden Fundamenten aufgebaut sein kann. Und hier kann man das ist also wichtig, sind die ersten drei Seiten. Ich habe das ganze Buch gelesen innerhalb von einer Stunde. Und da steht drin, beispielsweise auf Seite 3, man muss sich das mal einfach nur mal vergewissern, da steht drin, das Grundgesetz ist nicht in der klassischen Form demokratischer Verfassungsgebung zustande gekommen. Da steht es ja, drin. Da steht es drin. Und da steht drin, Völkerrecht bricht Bundesrecht und das also Gesandtschaftsrecht und so weiter. Ich bin ja in Karlsruhe als Gesandter, als Mensch verletzt worden, nämlich als Gesandter des Internationalen Zentrums für Menschenrechte, das nach Artikel 142 der Genfer Konvention einen ganz besonderen Schutz genießt, egal in welchem Land wir gegründet sind. Steht alles drin, haben wir nicht geschrieben. Und nach Artikel 73 der UNO-Charta müssen Sie unserem heiligen Auftrag aufs Äußerste fördern und Sie dürfen nicht widersprechen. Was machen Sie? Sie knüppeln die Menschen nieder, als ob es sie gar nicht gibt. Also selbst Sie erkennen mich nicht. Ich habe immer ein Dokument bei mir. Ich habe ja keinen Ausweis in dem Sinn, sondern Dokument, das mich als Beamter ausweist, und zwar mit Lichtbild.
und eben auch mit den Rechten, die ich besitze, die mir auch verliehen worden sind durch Artikel 140 des Grundgesetzes. Und zwar, der ganze Betrug fängt hier von vorne an, und damit ich erklären kann, was hier falsch läuft, ist hier auf diesen zwei Seiten eigentlich ganz klar zu erkennen. Das ist jetzt Baden-Württemberg, die Verfassung, oder was? Nein, das ist jetzt zwar das Grundgesetz, aber hinten ist nochmal Baden-Württemberg. So. Aber es ist sehr interessant, was hier drin steht. Nach dieser Staatslehre, Leitfaden Staatsrecht, ist es so, dass der Begriff der Staatslehre, als Staat wird hier ein Status genannt. Ein Status ist ein fester Begriff, damit man nicht weglaufen kann. Also man bindet die Menschen an irgendwelche Ordnungen, und zwar indem man die Menschen zur Person degradiert und sie ihren Rechten beraubt. Und der Papst hat gesagt, wenn man den Menschen das Recht raubt, Recht ist ja eine geistige Wissenschaft, die nur der Mensch hat, dann hat man also keinen Menschen mehr, sondern nur ein Lebewesen, wie ein Tier oder was weiß ich, wie eine Pflanze. Und da steht drin, das ist Errichtung durch eine Gesamtheit von Menschen auf einem bestimmten Teil. Das ist natürlich wischiwaschi, was hier drauf steht, auch wie die Abgabenordnung. Und zwar steht hier drin, dass also der sogenannte Staat baut sich nicht wie im Reich auf eine Heimat auf, sondern hier bauen sie das nach dem Bodenprinzip, ja, also Vaterland, Muttersprache, Blutboden, und deswegen sind die Kriege entstanden. Das heißt, die Kriege, der Erste und der Zweite Weltkrieg, sind entstanden aufgrund dessen, dass man den Menschen hier geteilt hat, filetiert hat, und darüber hatte ich ja schon mal berichtet, nämlich in Geist, Körper und Seele. So, und das ist also nicht nach dem Heimatprinzip, sondern nach dem Bodenprinzip Jus Soli und Jus Sanguinis, nämlich nach dem Abstammungsprinzip. Okay. Ja, und dadurch wurden die Menschen natürlich rechtlos gestellt, und dann hat man einen Unterschied zwischen Volk, dann Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft und Staatsvolk. Das sind wesentlich unterschiedliche Begriffe, weil wenn man ein Staatsvolk wird, hat man ja sich als Volk verloren, sich als Mensch verloren. Mhm. Ja, weil man seine Rechte, eine Ordnung sich vollzogen hat, die gar kein Recht hat, sondern es ist eine Kunst. Ja? Die verstehen das Recht nicht als Recht, als geistig lebendiges Recht eines Menschen, sondern sie verstehen das Recht als eine Kunst der Ordnung nach Billigkeit. Also nur weil wir das billigen sozusagen, funktioniert das nicht. Nein, Ganze, sie oder? Billigen uns oder das, das Unrecht. Unrecht. So. Also Gesetz ist Unrecht. Ja. Gesetz ist, ja, steht ja im Artikel 19 drin, dass also die Grundrechte des Menschen eingeschränkt werden aufgrund eines Gesetzes und so weiter. Und das Problem ist, sie halten, also das sind Verbände, es gibt ja drei Arten von Verbänden. Einmal gibt es politische, gewerkschaftliche und religiöse Verbände. Sie sind nicht eintragungspflichtig, aber wenn sie im öffentlichen Recht tätig sein wollen, müssen sie eingetragen sein, öffentlich-rechtlich eingetragen, nach Treu und Glauben, und das sind sie nicht. Es gibt nur eine einzige Gebietskörperschaft aus der Gemeinschaft der Menschen, das ist der Zentralrat Europäischer Bürger und das Internationale Zentrum für Menschenrechte. Das gibt es, soweit wir das hier überblicken können und auch die Beweise vorgelegt haben, gibt es nur diese. Und diese können auch nur das deutsche Volk, das großgeschriebene deutsche Volk abbilden, weil es sich um ein moralisches Volk handelt. Also ein Volk besteht nicht aus 80 Millionen, 85 Millionen Menschen, sondern das Volk besteht aus gläubigen Menschen, die Rechte haben und auch ihre Rechte durch die Gemeinschaft der Menschen, dadurch, dass sie zusammenkommen und eine Gesellschaft bilden, eine moralische Gesellschaft bilden, wie das Internationale Zentrum für Menschenrechte und der Zentralrat Europäischer Bürger. Dadurch werden die Menschen erst überhaupt in ihren Rechten sichtbar und können dann diese moralischen Werte abgeben, wie damals der Papst den Kaiser gekrönt hat, der wiederum die Rechtsaufsicht über den Staat geführt hat. Das ist ja alles weg. Der Papst macht das ja nicht mehr. Mhm. Und wenn man mich fragt, habe ich so den Eindruck, dass der Papst nicht durch die Schweizer Garde beschützt wird, sondern dort inhaftiert ist.
Ganz knallhart. Ja, weil das ist auch vielleicht der Grund, warum er abgedankt hat, weil die Menschen existieren ja in dieser Form nicht mehr. Und wenn man sich das Video vom Bundestag sich anschaut und das Manuskript liest, da sind wir ja am Vorbereiten, wie gesagt, dann wird das ganz deutlich, dass er alle Parlamentarier beschimpft. Ja? Also hat das der Benedikt gemacht oder der neue Der Alte, Papst, der Alte. Und das ist ja nichts Neues, dass also wenn man dem Menschen sein Recht wegnimmt durch Gesetz, dass es eben eigentlich ein Räuberstaat ist und das wird auch immer deutlicher, dass es so ist und er bezog sich auf Europa, dass wir hier eine Europäische Union haben, die ist im Übrigen ja durch den Potsdamer Vertrag, ich bin ja am Klagen, die sagen, der Potsdamer Vertrag hat keine Gültigkeit, warum nicht? Weil ja Mythos Europa erst geschaffen werden muss, damit es überhaupt dann als Mythos nachher sichtbar wird, weil ja die Leute danach laufen, nach dem, was die in Europa machen. Das sind ja alles wiederum Verordnungen, die nach der ISO-Nummer gehen. Das ist die ISO-Nummer. Also man hat die Einheit der Menschen dadurch geschaffen, indem man ihnen einheitliche Gesetze vorgeworfen hat. Jetzt friss oder stirb. Mhm. Ja, und wer sich nicht dran beteiligt, kriegt keine Nummern, also keine Umsatzsteuer-ID und so weiter, wird abgegrenzt, wird verfolgt, wird bestraft und die machen alles mit den Menschen. Das ist ein riesengroßes Problem. Also wenn man das Unrecht hier sucht, dann ist das hier in der Bundesrepublik. Also es läuft nicht unter staatlichen, hoheitlichen Sachen, sondern es ist Privatrecht oder das Handelsrecht ist alles, oder wonach? Das ist alles Privatrecht. Das ist alles also auch das, was die Gerichte und so weiter und die Polizei alles machen mit uns, das ist alles im Bundesvertrag. Es ist noch nicht mal staatliches Recht, denn wir haben ja bis 1950 staatliche Gerichte gehabt und selbst die staatlichen Gerichte sind ja abgeschafft. Es handelt sich hier um Ausnahmegerichte, also es gibt nur zwei Arten. Entweder gibt es Staatsgerichte oder Ausnahmegerichte. Sie sind Ausnahmegerichte, weil es keine Staatsgerichte mehr gibt. Ich könnte das natürlich auch die Gesetze natürlich sagen, aber dazu komme ich gleich. Und dann steht hier drin in diesem Heftchen, dass also es geht nur um den Status. Und der Status derzeit ist Agenturen. Keine Ämter mehr, keine Behörden mehr, nur Agenturen, bei denen die Menschen verbrannt werden zu Arbeitern. Arbeit macht frei. Und die Menschen haben ja, ich lese das mal vor, was uns Gott gegeben hat. Und ich lese dann nachher, ich sage dann, was wir noch haben. Also der Mensch wird als ganzheitlicher Körper, Seele und Geist frei in Liebe geboren, trägt die schöpferische Botschaft als Ganze auf Erden und alle Rechte in der Welt in sich. Das Recht ist in uns, nicht da draußen oder jemand verleiht es. Wenn jemand Anerkennungsgesetz ist, zum Beispiel Privatrecht. Ja. Ey Junge, ich bin geboren, wer soll mich denn anerkennen? Ich bin doch da. Ja. Ja? Nur weil er ein Mensch ist, trägt er diese Rechte. Nicht weil er als Mensch erkannt wird. Der Mensch ist als Inhaber der tatsächlichen Gewalt auf Erden, ist im heiligen Auftrag des Schöpferbundes als Terminus Urheber und begünstigter Walter des Sachenrechts. Also das muss man sich vorstellen. Ein Hotel zum Beispiel, das ja errichtet worden ist, das Grundstück gehört uns allen Menschen, aber dadurch, dass ein Hotel dort baut, zahlt er Steuern und diese Steuern müssen den Menschen zugutekommen, weil das ja unsere Inhaberrechte, der Verwalterrechte des Sachen sind. Was wird aber gemacht? Monopoly gespielt. Monopoly gespielt, ja. Zum Beispiel Volkswagen. In Volkswagen ist ein volkseigener Betrieb, das gehört dem deutschen Volk. Volkswagen. Mhm. Was wird aber gemacht? Da werden irgendwelche Aktiengesellschaften gemacht, steht auch im Bundesfinanzministerium, dass alle Gebietskörperschaften, also alle hoheitlichen, egal was es ist, also die Stadt ist auch keine Gemeinde. Alles, was hier ist, ist nach § 15 und 70 Aktiengesetz nach dem Führerprinzip von damals, wird hier eigentlich privatrechtlich jetzt verwaltet. Es war die Absicht, Privatrecht einzuführen. Dieses Privatrecht ist es. Es ist das Privatrecht, das die Menschen hier kaputt macht. Das heißt, normalerweise wird mit den Gewinnen von Volkswagen die Sozialhilfe, die Rentenschwachen und so weiter werden bedient, aber diese Schwachen können gar nicht bedient werden, weil man aus den Arbeitern dort, die man damals hatte, hat man jetzt von Inhaberrechten, vorher waren das ja Inhaberrechte,
Sie waren ja, also dass man das Geld, was vereinnahmt worden ist, hat man ja für den Sozialstaat aufgebracht. Deswegen auch die Genfer Konvention. Und damals gab es ja Zivilbevölkerung. Jetzt heißt es nach 1949 Zivilpersonen. Also früher hat man eine Bevölkerung gehabt, jetzt hat man Zivilpersonen und jetzt hat man Zivilkunden. Ja, und deswegen gilt die Genfer Konvention fast gar nicht mehr, weil die Arbeitsagenturen sind ja auch als Firmen eingetragen. Und das sind Beteiligungsgesellschaften, auch in Stade, das ist alles eine Beteiligungsgesellschaft. Also es gibt einmal die Stadt Stade und die Beteiligungsgesellschaft Stade. Es gibt zum Beispiel in Karlsruhe die Stadt Karlsruhe und es gibt Karlsruhe. Man glaubt das gar nicht. Bitte anrufen 0721 9260. Da gibt es einen Staat Karlsruhe. Gar nicht drüber nachzudenken. Ich habe heute Morgen mit denen telefoniert. Ich habe gesagt, ich möchte bitte den Staatssekretär in Karlsruhe. Ja, den haben wir nicht. Ja, sage ich, dann möchte ich das Rechtsamt. Die haben auch kein Rechtsamt. Aber sie spielen Staat. Das ist die nächste Generation des Unrechts, was auf euch zukommt. Das heißt, die Gemeinden sind Aktiengesellschaften, sie werden verschuldet über die Hedgefonds. Dann gibt es eine Beteiligungsgesellschaft, die eigentlich das Vermögen rausziehen und eben verschulden. Und da sitzen die Menschen in den Städten. Die Städte sind auch keine Gemeinden, weil es ja keine lebendigen Menschen gibt, sondern es gibt dort nur Einwohner. Und da steht das jetzt nochmal drin, hier steht das ganz genau drin. Also es ist nicht das Heimatprinzip. Also jemand, der ein Indignat, ein eingeborene Rechte hat, ein Heimatprinzip, sondern das ist das Abstammungsprinzip, und zwar nach den Normen, nach dem Status. Ja? Und jetzt kommt das hier, unter einem Staatsvolk verstehen die sogenannten 116er Deutschen, steht hier ganz genau drin, und zwar nach dem Abstimmung, und es ist auch keine Nation, also sie gehen auch nicht nach einer Nation, gemeinsame Sprache, Abstammung, Kultur und Geschichte, sondern es handelt sich hier, bei den Staatsangehörigen handelt es sich um ein Wandervolk, ja, um Nomaden. Die heimatlos sind, weil sie Arbeiter sind. Und Arbeiter sind juristische Personen, die sich verkaufen. Eigentlich sind das Prostituierte, ja, die sich für Geld verkaufen. Ein Mensch macht so etwas nicht. Der Mensch ist der Verwalter und wenn jemand zum Beispiel das Grundstück haben möchte, also für eine juristische Sache, also Dönerbude, dann sagt man, gut, dann pachte das und das, was an Gewinn drankommt, das wird dann an den Armen verteilt. Das ist Sinn von Staatsbetrieben. Das heißt, die Menschen, die kein Geld haben und Strom bezahlen müssen, die müssen das gar nicht bezahlen, weil das ihr eigener Betrieb ist. Sie müssen auch nicht die Wasserwerke bezahlen, sie müssen die Stromwerke, die Straßen nicht bezahlen, weil der Inhaber ist ja der Mensch. Aber sie haben die Person geschaffen und die Person hat gar keine Rechte und deswegen werden die Menschen, im Übrigen hat das ja sehr viel auch mit diesem Kunst zu tun. Ja, ich komme jetzt mal auf den Punkt, versteht man das viel besser, wenn ich das so erkläre. Also Adolf Schickelgruber war mal Künstler, der hat dann Menschen gezeichnet in Wien und wurde dann durch was auch immer, durch Ermächtigungsgesetze, wurde er zum mächtigsten Mann über die Politik. Und selbst Adolf, der Künstler Adolf Schickelgruber, also Adolf Hitler, hat gesagt, die Parteien müssen alle weg. Ich weiß nicht, ob die Deutschen ihre Geschichte kennen. Adolf Hitler hat gesagt, das Schlimmste, was dem deutschen Volk passieren kann, sind die Parteien. Ja? Also wer das und zwar kann man das im Video finden, seines sogenannten Dieners, irgendein Adjutant, der das im Video auf YouTube auch, also da gibt es eine Dokumentation, da sagt er das ganz deutlich, dass der Adolf Schickelgruber alias Adolf Hitler gesagt hat, das Schlimmste, was den Deutschen passieren kann, sind die Parteien. Und es sind wirklich die Parteien. Ja, weil der Mensch urteilt ja nicht, der wählt ja nicht, der geht ja nicht wählen und der Mensch kann gar keine seine Stimme abgeben. Denn wenn ich keine Stimme hätte, wäre ich kein Mensch. Also Recht bedeutet, Geist bedeutet, der Wind des Atems und das ist die Stimme.
Wenn ich jetzt zur Wahl gehe und gebe meine Stimme ab, dann gebe ich ja mein Recht ab. Nämlich, dass ich was sagen möchte, dass ich also nicht demonstrieren, sondern dass ich also meine Rechte einklage. Ja, deswegen heißt es ja auch im Bundestag, wenn man das liest, es gilt das gesprochene Wort, also in dem Text. Man muss sich das mal genau anschauen und es gilt immer das gesprochene Wort. Der Mensch braucht gar nicht schreiben. Das ist alles verkehrt. Dann ist der Mensch ja Künstler und macht mit seiner Unterschrift Firmare, wird dann eine juristische Person. Das ist alles Blödsinn, was hier gemacht wird. Der Mensch trägt immer seine Rechte. Und das Problem ist, ich habe das vorhin bei der Polizei vorgelesen, sie können mich als Mensch nicht erkennen, weil sie eigentlich die Tiere sind, nämlich die unheiligen Tiere. Ja, selbst eine Kuh erkennt den Menschen, aber die Polizei erkennt keinen Menschen, behauptet noch, sie sind beamtet. Ja, wie wollen sie denn moralisch sein als gedachte Sache? Das hier ist Papier, das ist eine Sache, das ist Papier, ist auch tot. Aber eine gedachte Sache, ja, die es gar nicht gibt, eine Fiktion, die ist noch nicht mal das wert, was hier auf einem gedachten Papier draufsteht. Und das ist das Problem, das ist eine Kunst. Ja, was nützt es uns denn jetzt im Allgemeinen oder was kann man damit anfangen? Also was man damit anfangen kann, das will ich jetzt gleich erzählen. Dadurch, dass der Erwerb ist Bodenprinzip, also man erwerbt die Staatsangehörigkeit anhand des Bodenprinzips und also indem man eine Wohnung hat. Deswegen die Hauptwohnung. Das Meldegesetz basiert auf die Hauptwohnung. Das ist aber nicht das Domizilrecht, das Heimatrecht. Und deswegen gibt es weder in den Gemeinden, es gibt ja keine Gemeinden, sondern Städte. Und die Städte haben keine Menschen, sondern sie haben Personen. Also wenn man jetzt in die Städte reinkommt, dann sieht man ja das Stadtzeichen. Und dann sieht man darunter Gemeinde, Kirchengemeinde, Kirchengemeinde. Das sind die Gemeinden. Und in der Zwischenzeit sind die Gemeinden auch nicht mehr die Gemeinden, die sie mal waren, sondern das sind ja wiederum Gesellschaften ohne einen Glaube. Mhm. Ja, weil römisch-katholische Kirche ist ja kein Glaube, sondern das ist römisches Recht. Das ist ein Riesenunterschied. Und jetzt, wenn man sich das anguckt, Erwerb, deutsche Staatsangehörigkeit im sogenannten 1937er, 116er Grundgesetz, steht da drin, Verlusttatbestände. Das ist ganz wichtig. Also, Verlusttatbestand, die Menschen sind hier verloren gegangen, und zwar 1939 als Alois Schickelgruber, der wurde ja in Braunschweig, man beachte mal Braunschweig, wurde er ja später zu dem höchsten Beamten, und dann hat er sein Beamtentum zerrissen. Dadurch wurde Adolf Hitler als höchster Beamter tot erklärt, weil er sich ja als Beamter, als Mensch zerrissen hat, als Angehöriger sogar zerrissen hat. Und dadurch wurden alle Beamten tot, deswegen die Schwarze Kluft, Schwarze Sonne, Schwarze Kluft, SS und so weiter. Das ist eine Ideologie. Und hier steht drin, Tod des Menschen durch Personifizierung, Erwerb einer fremden Staatsangehörigkeit auf Antrag. Alle wurden ja nach 116 deutsche Staatsangehörige statt Menschen. Deswegen hat man ja auch damals die Juden deportiert, weil man hier keine Menschen mehr brauchte in einem Arbeiterstaat. Geht ja gar nicht. Und da steht drin, wenn kein Wohnsitz, also Tod, wenn kein Wohnsitz. Es gibt hier keinen Wohnsitz, es gibt nur noch eine Wohnung. Denn der Wohnsitz, wenn jemand einen Wohnsitz hat, hat er Rechte nach dem bürgerlichen Gesetzbuch. Da es aber keine Staatsbürger gibt, nur Staatsangehörige, gibt es aber auch keinen Wohnsitz. Das heißt, 1939 hat Adolf Hitler mit dem Zerreißen seines Beamtenstatus auch den bürgerlichen Tod gebracht. Das heißt, das BGB ist nur für juristische Personen gültig und die Menschen sind hier auch einzeln als Arbeiter, als sogenannte Ich-AGs unterwegs. Und deswegen sind die sogenannten, das Vermögen, die sogenannten Gebietskörperschaften, die privatrechtlichen, sind auch nach dem Aktiengesetz nur keine bürgerlichen Gemeinden, sondern politische Gemeinden, das sind Städte. Und hier steht das drin, Entlassung auf Antrag, das heißt jeder, der nach Artikel 119 den Personalausweis beantragt, verliert er automatisch seine bürgerlichen Rechte, denn er kann ja als Mensch ja gar nicht bürgen, denn bürgen kann er nur, wenn er die Rechte dazu hat. Als Mensch, die hat er nicht. Und wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Also du hast gerade gesagt, wenn er den Personalausweis beantragt hat, nützt es jetzt was, den zurückzugeben, zu verbrennen, zu zerreißen?
Also dadurch, dass er das beantragt, wird er verlustig gemeldet. Also der Mensch ist eigentlich eine verloren gegangene Sache in dem Moment. Ja. Und das ist, also diese Staatslehre ist total falsch, weil das deutsche Volk ist ein geistig lebendiges Volk und das ist nicht identisch mit dem Staatsvolk. Ja, wenn der Staat daraus besteht, dass es nur tote Sachen gibt, dann kann das ja kein Volk sein. Das kann es ja gar nicht. Und es kann auch nicht die Macht, also sie hat sich die Macht selber durch Gewalt übertragen, indem man den Menschen quasi degradiert hat in seinen Rechten. So, wenn man jetzt sich das mal anschaut, wie kommt man da raus? Also man kommt nicht raus, dass man hier zum Beispiel haben wir die hauptmilitärische Staatsform, Russische Föderation, da schreibt man hin und die schreiben dann irgendwelche Höflichkeitsschreiben oder man schickt ein Schreiben nach Amerika und so weiter. Denn ich habe vorhin erklärt, das Recht ist in den Menschen inwendig. Oh, jetzt habe ich es aufs Mikrofon gehauen. Ja. Aber das interessiert inwendig. Die eigentlich nicht. Also die sogenannten Alliierten, die ja Siegermächte sind, wo wir denken, die bestimmen über uns, das interessiert die Das sind ja auch wiederum Verbände. Und wir haben hier, wir bleiben mal in Karlsruhe, wir haben hier alle, wir haben hier mal so einen Auszug gemacht. Ich lese mal vor. Finanzamt Karlsruhe, Stadtverwaltung Durlach, Stadtarchiv, Bürgerverein Karlsruhe, ärztlicher Dienst, Schlossgarten, Arbeitsamt Karlsruhe, AWO, IHK-Haus, das ist alles Privatrecht. Und also das ist ja alles Privatrecht, auch die Vermögensverwaltung von Baden-Württemberg ist Privatrecht. Es ist alles Privatrecht. Alle Gerichte sind privat und ich kann das so nicht nur sagen, sondern hier steht dann drin, Bundeskanzleramt ist Privatrecht, also das höchste hier ist Privatrecht. Wir haben hier zum Beispiel Land Niedersachsen, hier steht das drin, das Land Niedersachsen ist eine Firma, also das ist auch in Baden-Württemberg so. Mhm. Hier, ganz wichtig, das höchste Gericht, das Bundesverfassung hier oben ist Privatrecht. Das Bundesverwaltungsgericht ist Privatrecht. Sie sind alle nach der SEC-Nummer ein Industriebetrieb. Und zwar geht es nach der, also man sagt ja DIN. DIN heißt bei uns auf Südländisch, ist das der Glaube. DIN ist der Glaube. Und DIN ist auch gleichzeitig die deutsche Industrienorm, die ja 1937 nach der SEC ist 1937 gemacht worden. Man beachte immer die Zahl 1937, wo auch die deutsche Staatsangehörigkeit gemacht worden ist. Und zwar zur Kriegszeit hat man die DIN-Nummer erfunden. Jetzt in der Zwischenzeit gibt es eine ISO-Nummer und die Bundesrepublik und alle anderen Staaten, alle Gebietskörperschaften sind nach der ISO-Nummer, nach der SEC klassifiziert. Das heißt, man hat die Einheit der Menschen in die Einheit von Personen, und zwar in juristische Personen. Es gibt noch nicht mal natürliche Personen, sondern nur noch juristische Personen. Und wenn man sich das mal anguckt, es gibt also zwei Arten von Volk, nämlich ein gläubiges Volk und ein ungläubiges Volk. Das gläubige Volk sind die Deutschen, die in der Präambel großgeschrieben, deutsches Volk. Und im Artikel 1, das deutsche Volk bekennt sich zu den Menschenrechten, das wird großgeschrieben. Und dann gibt es ein ungläubiges Volk. Das sind die Staatsangehörigen, dieses Staatsvolk, wo der Staat ja eigentlich nicht existiert. Ich komme auch gleich dazu, warum. Weil diese Personifizierung halt das Ganze unmündig macht. Also es gibt auch keine Staatsbürger. Wenn man Staatsbürger hier hätte, das BGB gelten würde, müsste es hier ein Ortsindigenat, also ein Heimat auf den Ort geben und ein Landesindigenat geben. Das gibt es auch nicht. Es gibt keine Staatsbürgerschaft. Und es gibt auch keine Staatsangehörigkeit Bundesrepublik, obwohl das Staatsangehörigkeitsgesetz ist ja Bundessache. Das ist ja durch das Gleichschaltungsgesetz und Bundeskörperschaften können nur juristische Personen verwalten. Das heißt, das alles, was hier ist, ist eigentlich ein Theater, ein riesengroßes Theater und die Menschen werden hier totgedacht. Ja, sie gibt es nicht. Und es gibt drei Arten, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt drei Arten von Verbänden und zu den Verbänden gibt es drei Arten von Organisationsformen. Es gibt einmal die globale Nichtregierungsorganisation, das sind die Deutschen. Das deutsche Volk ist eine globale Nichtregierungsorganisation, denn der Glaube hat keine Organisationsform, wie der Islam und so weiter, sondern das ist ein Glaube. Und Glaube kann nicht körperschaftlich erfasst werden, denn das ist ja kein Organ, denn Organe sind ja nicht rechtsfähig, sondern das deutsche Volk ist rechtsfähig aufgrund dessen, dass sie Menschen sind. Und aufgrund des Menschen,
Aufgrund des Menschen können dann diese Gesellschaften, die mich die juristischen Gesellschaften gebildet werden, die Gebietskörperschaften gebildet werden. Und davon gibt es die Regierungsorganisation, das ist aber die unterste Stufe. Und dazwischen gibt es die Nichtregierungsorganisation, die eben für das Wohl des Menschen da sind. Die stehen sogar über den Regierungsorganisationen. Das heißt, das Bundeskanzleramt ist eine Regierungsorganisation, eine Organisation, die regiert, und zwar ohne das Volk. Es handelt sich hier um einen sogenannten Auftrag, ja, ohne Vollmacht. Ja, das sind, also wenn man sich die Landesurkunde von Schleswig-Holstein sich anschaut, man kann das bei uns abfordern, dann steht da, das ist ein Verein, das ist eine Vereinssatzung, die haben sie dann die hat irgendeiner unterschrieben, auch in Karlsruhe, also in Baden-Württemberg, können wir das nachzeigen, dann hat das irgendjemand, dann setzen sich da irgendwelche juristischen Personen hin, Geschäftsleute, unterschreiben das und schicken das einfach zu den Alliierten, die haben das nach Amerika geschickt, zu der SICK Company da, und das hat was alles mit der FED zu tun und Federal Reserve. Und FED bedeutet, FED bedeutet Föderalismus. Federal. Mhm. Also die aber es FED, sind ja auch Privatbanken. Also nein, ist die Bundesrepublik gehört zur FED. Okay. Weil sie Federal heißt. Okay. Ja, hier wird das natürlich nicht gesagt. Hier heißt es Bundesrepublik Deutschland. Ja, also in der Türkei heißt es Federal Almanya. Federal. Mhm. Almanya, also da ist die, FED bedeutet Federal, nicht FED von dem, also zum Beispiel das Chefgesetz bedeutet eine sichere Eingreiftruppe militärisch, das bedeutet es eigentlich gar nicht. Chef bedeutet Weizenbündel, ja, Vertragsbündel, wie die NATO-Vertragsstaaten, das ist alles falsch, man hat hier zwei verschiedene Begriffe, Volk und Volk ist nicht dasselbe. Das deutsche Volk in der Präambel und Artikel 1 ist ein gläubiges Volk und ich gehöre zum deutschen Volk, weil ich an die Menschen glaube, weil ich an Gott glaube. Also lassen Sie mich das vielleicht nochmal so zusammenfassen, du hast eben gesagt, Kanzleramt ist eine Firma, das heißt, wir haben da eine Firma, die uns quasi das politische Recht oder das, was wir denken, was wir für Rechte haben, nur machen kann, weil wir eben als Personen dieser Firma unterstellt sind. Aber darüber wäre eigentlich ein viel höheres Recht, nämlich das Recht der Menschen und das von Gott gegeben wurde. Ja. Also wenn wie kommen wir also da also jetzt hier mit raus? Steht das doch mal drin, Bundeskanzleramt. Ja. So, ich lese das mal. Also es handelt sich hier um Nichtregierungsorganisationen und das Internationale Zentrum für Menschenrechte und auch der Zentralrat Europäischer Bürger sind nach Artikel 1 Absatz 5 Überleitungsvertrag eine globale Nichtregierungsorganisation als Organisation anderer Mächte. Also wir sind die Macht der Menschen und wir sind auch diese Macht. Und zwar mit Ermächtigung, wir sind eigentlich ein Besatzungsamt hier in der Bundesrepublik. Und das Problem ist, ich habe das vorhin gezeigt, das Land Niedersachsen hat sich dazu geäußert und das, was wir machen, ist unter Kriegslist, das heißt Hager-Landkriegsordnung Stufe 2, obwohl wir das Stufe 3 haben. Und der Papst hat das nochmal gesagt, ich finde das hier jetzt nochmal, nimm das Recht weg, also nimm den Menschen weg und mach ihn zur Person, dann ist ein Staat noch nichts anderes als eine große Räuberbande. Das hat der Papst so im Bundestag gesagt. Das heißt, nimm das Recht weg, heißt das, nimm den Menschen weg und ersetze ihn durch eine Person, die gar kein Recht mehr hat, dann handelt der Staat als eine große Räuberbande. Ja? Ich komme jetzt nach dem Bundespersonalgesetz, die arbeiten alle nach dem Bundespersonalgesetz und in dem Bundespersonalgesetz, Paragraph 112, steht drin, genau wie in Paragraph 2 Verwaltungsverfahrensgesetz, dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Religionsgemeinschaften und ihrer karitativen erzieherischen Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, ihnen bleibt die selbstständige Ordnung eines Personalsvertretungsrechts überlassen. Das heißt, die Vereine, die hier sind, die Nichtregierungsorganisationen, es gibt, man muss sich ja mal unterscheiden, es gibt Verbände und Vereine. Die Verbände sind ein Zusammenschluss von juristischen Personen und das sind Verbände, Arbeiterverbände, wie zum Beispiel auch die Gewerkschaften. Und dann gibt es die natürlichen Personen, die in Vereinen zusammengestellt sind. Das sind wiederum natürliche Personen, die es hier gar nicht mehr gibt oder Menschen. Ja, das sind Vereine und man versucht hier die Nichtregierungsorganisationen zu eliminieren. Ja,
Im Polizeigesetz steht das auch drin, man kann das auch nachlesen, im Polizeigesetz oder woanders, da steht drin, dass der Mensch der Polizei nicht untersteht und die Polizei muss sofort aufhören, wie zum Beispiel das Polizeigesetz in Niedersachsen, wenn der Weisungsbefugte und Berechtigte es ihnen verbietet. Also man muss sich vorstellen, der Dienstvorgesetzte der Polizei ist das Ministerium und der Dienstvorgesetzte des Ministeriums ist der Mensch. Weil der Mensch hat alle Inhaberrechte und Urheberrechte. Gibt es den Menschen nicht, gibt es auch kein Ministerium. Denn sie sollen uns ja dienen. Ja. Unter anderem § 2 Landesverfassung von Baden-Württemberg. Und jetzt kommt nämlich das Problem, der Mensch ist der oberste Dienstherr. Jetzt kommen wir zu dem Argument, wie kann man sich hier vertreten und verteidigen? In dem Moment, wo die Polizei Gewalt anwendet, kommt sie von ihrem dispositionsrechtlichen Verpflichtung, was sie also per Satzung hat, ins Privatrecht über. Das machen im Übrigen auch die Richter. Alles, was hier staatlich, es gibt ja keine staatlichen Gerichte mehr, und das ist alles Privatrecht. Also sie unterschreiben nicht, es finden keine Unterschriftsbeglaubigung, das ist nicht öffentliches Recht. Und im öffentlichen Recht ist Privatrecht verboten, und man erkennt es nur durch das Rubrum, wie man geschrieben wird, und die Form der Norm. Das heißt, wenn dort keine Unterschrift ist oder die Unterschrift nicht beglaubigt ist oder wenn ausgefertigt ist, das ist keine öffentliche Urkunde und damit können Sie keine öffentliche Gewalt von der legislativen, judikativen und exekutiven transferieren. Das heißt, alle Gesetze, die hier sind, ob es die Zivilprozessordnung und Strafprozessordnung, das Ordnungsrecht, die sind ja auch gar nicht öffentlich beglaubigt, sondern sie werden nur publiziert. Das ist kein öffentliches Recht. Ja, das ist nur öffentliche Gewalt. Das ist wieder was anderes. Das ist Publikation. Und da steht drin, dass eben nach der SIG die ECC laut Eintrag in das politische Unternehmen Bundesrepublik nach § 15 und 17 Aktiengesetz von 1937 ohne ein geistig lebendiges Volk nach dem Industriestandard von SEC 1937 Bundeskanzlei. Ich schäme mich, das Wort Amt in den Mund zu nehmen, weil es ja keine moralische Körperschaft, unter 9199 eingetragen. Man sieht, dass diese sogenannten Neunerziffern auch dort auftauchen. Also 9999 ist nachher die FED. Ja? Die Bundesrepublik ist eine politische Gebietskörperschaft und kein Staat mit einem Volk von geistig lebendigen Menschen. Eine Wirtschaftsauskunftsdatei ist mit einer privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen zum Zweck der Mitteilung unter dem DUNS gibt alle Daten dieser sogenannten profanen, also unheiligen Körperschaften preis. Und nach SEC Standard Industriecode von 1937 gemäß § 17 Aktiengesetz wird es nach dem Führerprinzip dort geführt und dieses Prüfprinzip ist gemäß § 86, 86a, 130 Strafgesetzbuch absolut verboten, weil das Nazikult ist. Ja, auch die Polizei, die Gerichte und so weiter. Man hat also im Grunde durch das Militärgesetz, das deutsche Volk als Vermögen quasi degradiert oder eliminiert oder eben verrückt von Deutschland in die Bundesrepublik. Das ist die Sache mit den Akzidenzien und Indigrenzien. Man verändert, das ist Versuch und Irrtum. Deswegen sagt man ja, letztens gab es ein Gesetz im Kindergarten, das ist hier, ich weiß nicht, irgendwo in Norddeutschland gewesen, da hat man Kindern, deren Eltern das Essensgeld nicht bezahlt haben, einfach die Kinder ausgeschlossen. Ja, dann sagte der Bürgermeister, ja, ich glaube, Diepholz war das, ne? Wir wollen mal probieren, was passiert, wenn man die Kinder, ein Elternteil bezahlt und die Kinder bekommen Essen und die anderen Kinder, also das Essen wird nicht bezahlt, was dann passiert? Das ist ein Versuch. Versuch von Menschen. Das ist im Übrigen das Milgram-Syndrom und ja, dieses ganze System basiert also darauf, dass es nach und nach versucht wird, wie kann man uns entrechten und wir kriegen es gar nicht mit, weil wir denken, naja, wir sind ja hier in einem Rechtsstaat, wird ja auch immer noch so getan, demokratisch, freiheitlich, demokratisch, Grundordnung, aber im Grunde können wir uns auf nichts berufen, es sei denn, wir deklarieren uns auch wieder zum Menschen, aber was nützt uns das dann? Also,
In dem Moment, wo ein Polizist über die Stränge schlägt, seine dispositivrechtlichen Verpflichtungen nicht erfüllt, also man muss sich das so vorstellen, die Polizei ist ein ausländischer Verein. Warum ist die Polizei ein ausländischer Verein? Wie, Privatrecht, also man kann das sich anschauen, Max-Planck-Institut, alle diese Versuche laufen über das Max-Planck-Institut und zwar organisiert und zwar massiv und über Robert-Koch-Institut und so weiter und so fort. Also hier werden hier Experimente an Menschen und Volk ausgeführt, die also kaum im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen überhaupt noch verantwortlich sind. Ja? Und ich erzähle das mal so, was hier so passiert. Dadurch, dass sie Privatrecht anwenden im öffentlichen Recht, gehen sie auf eine Schiene, wo man sie platt machen kann, richtig platt machen. Aber wie gesagt, dafür muss man auch genau wissen, wie man es macht. Mhm. Ja, wendet man das falsch an, können diese Figuren nachher, diese Polizeifiguren und diese anderen Figuren, auch einen Menschen verletzen. Ja, okay. Wenn man eine Katze in die Enge treibt, wenn sie nicht hungrig ist, passiert nichts, aber wenn man sie in die Enge treibt, dann wehrt sich auch ein Tier. Und also man sollte sich dann nur reinwagen, wenn man wirklich sattelfest ist, das sind die wenigsten wahrscheinlich du. Kannst du dann jetzt Menschen helfen, die wirklich in Bedrängnis sind? Also beispielsweise kommen ja zu uns Leute, die Führerscheinprobleme haben, weil man ihnen sagt, ja, du hättest einen Realitätsverlust, weil du die Existenz der Bundesrepublik, ich habe niemals die Existenz der Bundesrepublik verleugnet, sondern ich habe gesagt, sie ist kein Rechtsstaat. Ja, steht ja auch drin, sie ist ein Bundesstaat. Und ich habe ja auch ein Urteil, ich bin ja auch Titelträger und die legen mir das Wort in den Mund, weil das ist ja die Stimme. Mhm. Ja, die klauen sie mir dadurch, dass sie mir was andichten. Das sind Künstler. Mhm. Ja, so. Also die betreiben hier Softlaw, nämlich ein Gesetz, was eigentlich überhaupt gar keine Gültigkeit hat auf Menschen. Deswegen habe ich ja gesagt, die Polizei darf Menschen keinen Zwang ausüben. Aber wenn sie ausgeübt haben, dann kann man sagen, okay, ihr habt mich entehrt. Und jetzt möchte ich für diese Entehrung, die sehen das ja alles als Geschäft, weil das ja juristische Personen sind. Und jetzt möchte ich gerne von dem Polizisten oder von dem sogenannten Richter, Polizist und Richter sind ja auch wiederum juristische Agenten, Fiktionsagenten, Figuren. Jetzt kann man die in Detention nehmen, beziehungsweise dienstbar machen, nennt sich das. Nach BGB, dann muss man einfach dort eine Akzeptanz schreiben. Ich akzeptiere den Rechtsbruch zum Preis von X. Denn wenn man sagt, ich akzeptiere nicht, dann macht man sich eben peinlich, indem man die andere Partei entehrt. Ja. Es sind ja Parteien. Ja. Und man schreibt eine Rechnung. Also wir machen das so, dass wir dann 21 Tage lang die Rechnung per Fax rausschicken. Täglich schicken. Die erste schicken wir dann per förmliche Zustellung mit gelbem Zustellschein. Mhm. Und die letzte schicken wir dann auch. Und das ist gleichzeitig die Mahnung. Diese Sachen können aber nur vollstreckt werden über die Gemeinschaft der Menschen. Mhm. Also nicht anfangen, privat etwas zu machen. Dann geht das wirklich hier gegen die Wand. Das geht nur über den Gerichtshof der Menschen und beim Gerichtshof der Menschen, der Mensch klagt nicht, er urteilt auch nicht und er erklärt auch nicht, sondern er richtet. Der Mensch richtet seinen Anspruch an den Gerichtshof der Menschen. Der Gerichtshof der Menschen bestätigt, dass innerhalb 21 Tagen keine Rückmeldung erfolgt ist. Dann muss der Gerichtshof auch die Gegenpartei anhören. Haben Sie widersprochen? Können Sie uns das beweisen? Wenn nicht, wird das vollstreckbar erklärt. Wir haben nach Artikel 140 in Artikel 137 Weimarer Reichsverfassung nach dem Grundgesetz das Recht, eigene Vollstreckungsbeamte zu benennen oder Aufträge zu erteilen, auch an Gerichtsvollzieher, die wir dann als Beamte für diesen Status benennen, die dann losgehen und das Geld holen. Ist das schon mal vorgekommen? Ja, das schon mal durchgezogen? Wir sind jetzt ganz fröhlich in Niedersachsen hier am Vollstrecken. Andere würden sagen, die kotzen jetzt ab. Wir haben dann dadurch, dass die NordLB das nicht bezahlt hat, haben wir die NordLB gleich mit ins Pfandrecht übernommen. Und wir haben ja auch ein Rechtsamt, das ist durch Notariatsurkunde 80/2013 ich glaube, Notariatsbüro Arendt bestätigt worden. Die Papiere sind über mehrere Monate geprüft worden, ob unsere gesamten Rechte, die wir hier vorgelegt haben mit Urkunden und so weiter, alle dem Recht standhalten. Alle. Und deswegen, hier wird Privatrecht angewandt. Warum?
ist ganz einfach zu erklären. Max-Planck-Institut habe ich erwähnt, in Hamburg zum Beispiel gegenüber dem türkischen Konsulat, Max-Planck-Institut hingehen, da steht drin ausländisches und internationales Privatrecht. Also es gibt gar kein inländisches Privatrecht und wir befinden uns hier im Inland und die wenden Privatrecht an. Mhm. Was habe ich gesagt? Privatrecht ist im öffentlichen Recht im Inland verboten. Warum? Weil es handelt sich hier alles um ausländische Firmen, die in der Amerika eingetragen sind. Ich habe heute Morgen Grundbuchamt in Karlsruhe telefoniert und habe gesagt, weil die Stadt Karlsruhe behauptet, dass die Grundstücke Eigentum der Stadtverwaltung ist. Ja, wie kann denn ein Eigentum, das nur Gott haben kann, wir Menschen haben ja Inhaberrechte, Eigentum der Stadt Karlsruhe sein? Die Stadt Karlsruhe müsste dann Gott sein. Ja, das wäre die logische Konsequenz. Die Stadt Karlsruhe kann sich noch nicht mal, ich sag mal, den Popo abwischen, weil es ja noch nicht mal ein Mensch ist. Ja, also wie will denn die Stadt Karlsruhe überhaupt Eigentumsrechte haben? Ihr müsst nur noch hingehen und sagen, ich bin da, also ich habe das jetzt bei Frau Wehwerk gemacht, ich habe gesagt, ich bin der Mensch, ich habe Inhaberrechte, ich gehöre zum deutschen Volk, Artikel 1 und Präambel, das ist verbrieft. Ich nehme mein Eigentum wieder an mich, weil die arbeiten ja Auftrag ohne Vollmacht. Ja? Und ich habe gesagt, ich will das Ganze wieder haben, denn dort sind die Menschen, die Inhaber, sind jetzt dort Teilnehmer. Sie nehmen daran teil, bucken sich schwarz und kriegen dann eine Ausschüttung. Die Ausschüttung gehört aber nicht den Arbeitern, sie gehört dem deutschen Volk. Mhm. Und solange sie das deutsche Volk nicht sehen, also wir brauchen hier keine Reichsdeutschen oder Staatsdeutschen oder Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft, Reich und so. Das ist eine Wandlung. Sie wandeln das Ganze durch die Akzidenzien und Inigrenzien, sondern es gibt nur das eine deutsche Volk. Und das deutsche Volk sind eigentlich die Heiden, die Ungläubigen. Mhm. Und da hat man gesagt, vielleicht kennt jemand den Spruch, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, bevor ein Reicher in den Himmel kommt. Ein Reicher heißt ein Reicher, Deutschreicher. Und deswegen hat man das gemacht, also jemand, das ist ein Problem, weil jeder, der dann sagt, es ist mein Eigentum, Blutboden, kommt nicht mehr in den Himmel. Und dann hat man gesagt, wir legen den Heiden, den Deutschen, die Pflicht auf, sich zu den Menschen zu bekennen und ihre Rechte wahrzunehmen. Und da haben die gedacht, das ist Tautologie, also das ist ein Widerspruch in sich selber, das schaffen die nicht. Und deswegen haben sie es ins Grundgesetz eingebaut. Ja, die haben aber vergessen, dass wir Osmanen eigentlich Verbündete sind mit den Deutschen. Mhm. Und dass wir im Bund uns gegenseitig selbst befreien können. Und deswegen bin ich Deutscher. Ich bin Deutscher. Und zwar nicht nach dem Artikel 116 als Nazi-Volk, sondern ich bin der Mensch. Ich repräsentiere das deutsche Volk und ihr seid auch Menschen. Ihr seid dann auch frei. Ja, das ist damit gemeint. Also die Sinnesflut, was die Leute so gedacht haben, das ist die Sinnesflut oder das ist die Sinnflut von Exodus nach Genesis, was ich gesagt habe. Und jetzt, wie gesagt, dadurch, dass das hier juristische Personen sind, kann man über das BGB ist gültig für juristische Personen, kann man Rechtsverhältnisse begründen, aufrechterhalten, ändern oder liquidieren. Indem man es ins Handelsrecht oder Vertragsrecht, also genau, quasi den eigenen Vertrag jetzt macht mit denen, oder wie? Und also es ist so. Also zum Beispiel die Bundeswehr ist als Casino eingetragen. Ne? Also man muss, ja, das ist, sind so ganz witzige Sachen. Also es ist so spannend, was wir hier machen, das können wir in dieser Sendung alleine gar nicht darstellen. Aber ich will das mal erklären. Also, da es sich um juristische Personen handelt, kann man sie im schlimmsten Fall liquidieren. Aber, was steht in der Bibel drin? Ich bin als Mensch nicht gekommen, um Gesetze zu ändern oder es aufzuheben oder zu liquidieren, sondern um es auszuführen. Das heißt, die Gesetze, die hier gemacht worden sind, die dispositivrechtlichen Verpflichtungen der Polizei müssen umgesetzt werden. Es ist ja nicht die Polizei, die das schlecht macht, sondern das sind die sogenannten Personen, die Menschen nicht erkennen und sie angreifen. Deswegen muss man die Person rausziehen und deswegen sagen sie auch nicht, wie sie mit Vornamen heißen, damit man sie verklagen kann.
Und da diese Firmen ja nicht in Deutschland in einem deutschen Gericht, Register gemäß § 15 GVG eingetragen sind, denn § 15 GVG ist ja seit 1950 nicht mehr erlaubt, ja, weil im Urteil des Bundesverfassungsrechts 2 BVF 1/73 heißt drin, die Bundesrepublik ist nicht Rechtsnachfolger, sondern identisch mit Nazi-Deutschland. Deswegen sind diese Sachen alle verboten. Und letztens war ja am 7.5.2013 eine Sendung, wo dann die sogenannte Justizministerin ganz überrascht erklärt hat, ja, wir haben ja gar nicht gewusst, dass alles hier Nazi-Volk ist. Nämlich die Justiz und Polizei und so weiter. Das kam ja, glaube ich, in Frontal 21 am 7. Mai. Und das ist also nicht so lange her. Und deswegen hat auch der Papst das Parlament als Rechtsräuberbande beschimpft. Wenn man sich das mal jetzt mal einfach mal anschaut, ich suche das Gesetz, und zwar ist ja nach BKO 47-52 Eigentumsrecht verboten. Wenn das verboten ist, wie kann denn die Stadt Karlsruhe oder jede andere sogenannte Stadt behaupten, sie hätte Eigentumsrecht? Das ist alles verboten nach Militärrecht. Das heißt, sie halten ihre eigenen Gesetze nicht. Das Militärgesetz wird nicht eingehalten, weil sie sich alle nur noch im Juristischen sich bewegen, im Privatrecht und wenden gegen Menschen Privatrechte an und das ist verboten. Also, nach diesen, ich will das hier jetzt nicht sehr, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, ausufern lassen. Also es gibt bestimmte Rechtsvorschriften, wonach beispielsweise die freiwillige Gerichtsbarkeit und so weiter nach Kontrollratsgesetz Nummer 35 nur noch Bestand hat. Alle anderen Gesetze sind verboten. Also das nur noch das. Also freiwillige Gerichtsbarkeit. Das heißt, ich unterwerfe mich quasi, wenn ich vor Gericht gehe, freiwillig. Also, oder wie? Das hier, ja genau, also ich zeige das nochmal, das hier ist vom Bundesgesetzblatt und das lese ich mal den richtigen Passus mal durch, da steht drin, von der Gesetz zur Befreiung, Bereinigung des Besatzungsrechts, Artikel 4, Absatz 2, von der Aufhebung ausgenommen ist das Kontrollratsgesetz Nummer 35 über Ausgleich und Schiedsverfahren in Arbeitsstreitigkeiten vom 20. August 46, Amtsblatt des Kontrollrats Seite 174, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 9. Februar 1950, Amtsblatt der Alliierten Hohen Kommission für Deutschland Seite 103. Und in diesem Gesetz steht drin, dass es keine Staatsgerichte mehr gibt. Also nur noch Ausnahmegerichte und das ist ja Ausnahmezustand. Also bei den Leuten muss müssen eigentlich die Lampen aufgehen, wie im Weihnachtsbaum. Aber die so schlafen getan. Alle, weil ja. sie tot sind. Ja. So, und jetzt nach diesem, jetzt kommen wir zu der Lösung. Jeder Mensch ist dann in der Lage, um die juristische Person oder den Handlungsbevollmächtigten oder wie auch immer nicht zu entehren, ist befugt, eine Rechnung zu schreiben. Diese Rechnung kann Millionenbeträge sein, so wie in Amerika auch. Viele praktizieren das auch, aber das wird nicht gesagt. Also beispielsweise wurde letztens in der Türkei wurden deutsche Stiftungen, also der BRD-Stiftung geplündert in der Türkei mit Erfolg, weil sie einfach in dieses Gesetz fallen. Ich habe das zum Beispiel 1994 gemacht bei der deutschen Gewerkschaftsbund, wo ich mal eine Ausbildung gemacht habe, die mir mein Geld nicht bezahlt haben. Und daraufhin habe ich einen Mahnbescheid erlassen und dann gegen die vollstreckende Kassenpfändung gemacht beim deutschen Gewerkschaftsbund. Ja, Otto Brenner Straße in Hannover. Die haben sich einen vorher abgelacht und als ich dann den Gerichtsvollzieher hingeschickt habe, dann haben sie nur noch geschluckt. Und das funktioniert auch so. Gemäß dem Artikel 140 dürfen wir selbst Vollstreckungsbeamte ernennen. Die marschieren dann los. Wir können auch die Bundespolizei, wir können aber auch zum Beispiel die NordLB dazu zwingen, dass sie das macht. Wir können zwingen, weil die NordLB hat mir zum Beispiel geschrieben, sie wäre doch eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht in Hannover. Und sie wäre dadurch legitim und legal. Und da habe ich gesagt, jeder kann sich das angucken. Das Amtsgericht in Hannover ist eine SEC-Nummer. Es ist ja auch kein Staatsgericht, Firma, ja. Sondern es ist eine Firma. Sie haben sich in Firmen eingetragen, sodass sie gar keine Rechte haben. Ausländisches und internationales Privatrecht. Und das ausländische und internationale Privatrecht ist hier in Deutschland gegen Deutsche, gegen Menschen nicht erlaubt. Nur gegen das Staatsvolk 116. Warum? Artikel 6 Einführungsgesetz zum BGB, ja, alles was gegen die Grundrechte des Menschen verstößt, ist verboten.
und darf nicht vollstreckt werden. Also kommt zu uns, werdet Menschen, kommt zu uns und ihr könnt diese ganzen Rechte finden. Wie funktioniert das Ganze? In dem Moment, wo ihr dann die 21 Tage gemacht habt, ihr könnt auch warten, ihr müsst nicht jeden Tag faxen, aber wir machen das aus Spaß, weil das macht richtig Spaß, immer die Faxgeräte zu vergewaltigen. Und sie können das jeden Tag lesen und dadurch, dass sie das jeden Tag bekommen, wir ein Faxprotokoll haben, haben sie das 21 Mal akzeptiert und wir... Nicht widersprochen. Nicht dadurch widersprochen. Haben sie es akzeptiert. Und jedes Gericht, selbst das dümmste Gericht der BRD, wird dann bestätigen, ja, das ist 21 Mal nicht widersprochen worden und es ist also gültig. Also der Pfand, der Pfändungsbescheid. So, dann machen wir Pfandrecht und das Pfandrecht wird dann vollstreckt und zwar wegen Menschenrechtsverletzung. Hier sind ja ganz viele Sachen über OPPT und andere Sachen, UCC und was weiß ich, diese ganzen Geschichten, das ist Privatrecht und Privathandelsgesetz. Bitte hört damit auf. Wenn es sich um Menschenrechtsverletzungen handelt, wie wir das sagen, ja, weil sie jemanden entehren, die Menschenwürde verletzen, dafür ist zuständig das Alien-Tort Claims Act, das ist ein Gesetz. Und zwar für Firmen, die in Amerika eingetragen sind unter der SEC-Nummer. Bitte nachlesen, unter Wikipedia steht das drin. Das ist das Alien-Tort Claims Act, und zwar Schürfrecht. Alien what? Alien-Tort Claims Act nennt sich das, A-T-A-C-A. Ja, wir haben auch eine entsprechende Hotline, ATCA oder ATAC genannt, @online.de. Dann können wir das euch auch nochmal erklären. Aber ihr findet alle diese Informationen auf den Internetseiten von Wikipedia als allgemeine Information. Und nach diesem Gesetz darf man Firmen, die im Ausland, also hier international und ausländisches Privatrecht anwenden, in den USA verklagen, weil sie dort als SEC-Nummer dort eingetragen sind. Okay. Ja, die Gebiete, die sogenannten Gebiete, die Länder sind ja keine Staaten, also das Land Niedersachsen ist kein Staat und die Bundesrepublik ist kein Rechtsstaat. Also es ist alles durcheinander, was hier eigentlich, also alles ist verkehrt rum. Und wenn man sich das Symbol der ISO nochmal anschaut, der DIN und ISO-Norm, dann findet man das Symbol, nämlich des Sextanten. Und das Symbol des Sextanten zeigt, dass man hier versucht, alles in Normen, also in Gesetze umzuwandeln, ohne dass man die Gesetze, also die Rechte hier des Menschen berücksichtigt, indem man den Menschen zur Personifizierung macht. Alles, nach über 31 Jahren Erfahrung, die ich hier als Menschenrechtler und als Rechts- und Schriftgelehrter habe, alles, was hier passiert ist, ist seit 1800 komplett geplant. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, ist alles geplant. Es ist nicht dem Zufall überlassen und im Hintergrund gibt es eine sogenannte Räuberbande oder Elite, sagt man ja, die diese Gesetze machen. Das sind die Pharisäer, die versuchen dann, diese Gesetze zu machen, wie im Europarat, dass diese Gesetze durchgeboxt werden, obwohl es gar kein europäisches Volk gibt. Man kann Europa gar nicht verklagen. Das ist ein Mythos. Ja, und dieses Europa versklavt uns mit ihren Verpackungsnormen, ISO-Normen, DIN-Normen und was weiß ich Normen und SEC-Normen und SEC-Normen. Das gibt's ja auch noch. SEC sind die Zentralbanken. Also neben der SEC gibt es die SEC. Und das ist die Federal. Ja, und die arbeiten, das heißt, man hat den Menschen hier in irgendwelche sogenannte Einheiten von Gesetzen verpackt und ihnen vorher das Recht gestohlen. Ich mache das aber auch jetzt gleich auch Schluss. Ja. Das heißt, die Rechte des Menschen, das Jus Singularum, kann man hier gar nicht wegnehmen, auch in einer Demokratie nicht, weil der Mensch hat unveräußerliche und unverletzliche, nicht verhandelbare Rechte und deswegen muss, wenn so eine Rechnung geschrieben wird, das Ding an den Gerichtshof der Menschen, das ist ein Pflichtgerichtshof. Ja, und zwar zur Wahrung des Rechtsstaatsprinzips steht drin, bitte nachlesen, Noahidischer Gerichtshof, der kann nur von den moralischen Menschen vom deutschen Volk überhaupt gebildet werden. Und dieser Gerichtshof ist da. Nur keiner weiß es, weil viele laufen hinter irgendwelchen Postkasten in Amerika hinterher, in Russland Militär, Staatsanwaltschaften hinterher, sondern sie suchen das Recht nicht in sich, sondern draußen. Und zwar ausländisches und internationales Privatrecht. So, dann will ich das nochmal, also die freiwillige Gerichtsbarkeit ist auch seit
seit 2009, seit dem 1.9.2009 aufgehoben, sodass zum Beispiel Grundbucheintragungen und so weiter sind alle gar nicht mehr gültig und deswegen sind auch die ganzen Firmen nicht mehr eingetragen. Heutzutage wird ja ein Verein im Handelsregister eingetragen. Mhm. Ja, nicht im Vereinsregister, im Handelsregister. Weil es gibt keine natürlichen Personen mehr, sondern sie machen alles, was sie wollen. Und Stiftungen heißen dann auch nur noch Verein. Ja, ich habe heute Morgen Bibel TV geguckt. Bitte reingehen, gucken. Bibel TV Stiftung e.V. Ja, Konrad Adenauer Stiftung e.V. Ja, was ist das denn das für ein Blödsinn? Ja, Heinrich Böll Stiftung e.V. Ja, und das sind Handelsunternehmen. Und deswegen werden die deutschen Stiftungen im Ausland angegriffen. Nicht, weil der Putin das haben möchte, sondern das sind politische Vereine. Das sind alles politische Vereine. Also nichts ist das, wo sie sich ausgeben. Ja, ich bin jetzt also fast auch am Ende. Ja. Findet man das auf deiner Homepage? Wir können das veröffentlichen. Wir haben ganz viele Mustertexte und andere Sachen. Und ja, hier kann man, das steht, Verantwortliche für das Verhalten von Personen. Das heißt, die Person selber, die Polizeiperson oder Figur haftet nicht, sondern, ich will jetzt das nochmal erklären, sondern es handelt der Mensch, der in dieser Polizeifigur sich als Person betitelt. Den muss man in Regress nehmen. Da man aber den Namen nicht kennt, dieser sogenannten des Verantwortlichen, nämlich den Vornamen und den Nachnamen nicht kennt, kennt man aber den Nachnamen und Vornamen des Polizeipräsidenten, des Vereins. Mhm. Und den muss man anschreiben und sagen, okay, du warst nicht dabei, du bist ja der Mafia-Boss, du warst nicht dabei, aber deine Bandenmitglieder, das ist ja ein Verband, deine Bandenmitglieder waren dort, diese Pox und Mox und was weiß ich, wie sie heißen, Pix und Pox und Mox, die waren dabei, von denen möchte ich die Namen wissen. Sagt er die Namen nicht, ist er verantwortlich, nämlich er trägt den Gefahrenbereich der Beweislast, weil er als Präsident nämlich die Namen herausrücken muss. Das ist seine Pflicht. Sonst für nichts anderes ist der Polizeipräsident da. Der muss nämlich die Rahmen rausrücken. Sagt er die Namen nicht, kann man den Polizeipräsidenten, weil er das Recht eben dort behindert, komplett in die Haftung reinhauen und ihn wegknallen. Also kriegt er die Rechnung. Er kriegt die Rechnung und er trägt sie auch. Ja, das wiederum steht im Paragraphen 54 des BGB drin, als ein nicht rechtsfähiger Verein, denn es gibt keine rechtsfähigen Vereine, weil sie nirgendwo eingetragen sind. Es sei denn, sie sind bei uns eingetragen und der Gerichtshof der Menschen wacht über diese Gesellschaften und Vereine und Anstalten und Stiftungen. Wir haben ein eigenes Netzwerk von Körperschaften. Und zwar moralische Körperschaften, wie sie auch natur- und völkerrechtlich verpflichtend sind. Das heißt, jeder, der sich bei uns einträgt, ob es eine Selbstverwaltung ist, ob es ein Gewerbebetrieb ist, hat bei uns, untersteht dem Gerichtshof der Menschen wegen Menschenrechtsverletzungen können die bei uns auch entsprechend bestraft werden. Und zwar durch das Opfer selber. Weil das Opfer, der uns das richtet, der Mensch, der richtet ja über die affektiven und peinlichen Zustände. Und er weiß aber auch, weil es steht ja drin, wir sind nicht gekommen, um das Gesetz zu ändern, das Gesetz ist ja da, sondern um es zu erfüllen. Und das ist damit gemeint. Das heißt, alles, was die Leute hier an Staatsrecht und andere Bücher hier überhaupt in den Universitäten lernen, ist völliger Blödsinn, denn ohne das geistig lebendige deutsche Volk existiert hier nichts, nur Privatrecht und das sind Räuberbanden, die sich gegenseitig klauen und die Menschen sind wie Lämmer, gehen ahnungslos zur Arbeit und werden dann irgendwann mal bam weggeknallt, wenn sie Geld brauchen. Ja, wenn die Bank Geld braucht, was macht sie dann? Dann überfällt sie irgendeinen Kiosk oder irgendeinen Betrieb und sagt, wir kündigen eure sogenannten Verträge und schwuppdiwupp, keine andere Bank gibt dann auch keinen Kredit mehr, weil der Kreditvertrag ist gekündigt worden, das steht ja auch in der Schufa und dann sind die weg. Zu der Firma D&N.com, also diese Gesellschaft, die diese Auskünfte gibt, diese sogenannte Kreditreformgesellschaften, die sind ja gemacht worden. Also ich möchte die Zeit hier nicht überanspruchen und ich bin auch gleich fertig. Man sieht also, ich könnte hier stundenlang noch vortragen, diese D&B, dieses Decide, wie heißen denn die, D&B, dieses Dun und Bradstreet heißt das, D&B. Es gibt einmal www.dnb.com, da kommt man auf diese Seiten.
Da kann man also nachgucken, ist jetzt, was weiß ich, Bundeskanzleramt, ja, ist das eine Firma, ist die da eingetragen? Ja. Und dann gibt es auch eine Nummer, die dann die Tätigkeit sozusagen, genau, da kann man also in der Liste gucken, genau, ist das eine Bäckerei oder ist das ein, was ist das für eine, ja, Firma? Ja, wir haben auch Kindergarten gehabt, die waren als Schulläden deklariert und so weiter. Mhm. Also man muss sich da nicht wundern. Mhm. Ja? Also man kann keine Regierung machen, die dann als Standardindustrienorm hier ausgeklassifiziert wird. Das, mhm, ist also nicht, das ist eigentlich Blödsinn. Ja, ja. Was ich hiermit erzählen möchte ist, man kommt darauf auf www.upik.de, kommt man auf diese Seite zum Abfragen. Man darf aber nur eine bestimmte Anzahl, 3 oder 5 Abfragen machen. Viel wichtiger ist, dass neben der dnb.com auch eine dnb.de gibt. DE. Und dieses ist nicht identisch mit dieser Firma, denn das ist die Deutsche Nationalbibliothek. Und in dieser Deutschen Nationalbibliothek wird alles dort gespeichert, was die hier machen. Mhm. Also wie zum Beispiel die Schelfgesetze, die eine andere Bedeutung eigentlich haben, hat auch dnb.com und de auch eine identische Form, aber es wird hier nicht verraten, was es ist, den Menschen nicht verraten, weil sonst, wenn die Menschen wüssten, was man hier mit ihnen treibt, dann würden die hier wirklich Probleme machen und das würde dann zu den sogenannten Ausschreitungen kommen, was sie ja verhindern wollen mit Gewalt, also mit Polizeigewalt. Mhm. Wie gesagt, ein Polizist darf keine Gewalt gegen Menschen, sie darf nur akute Gefährdungshandlungen gegen Menschen verhindern, indem man den Täter stoppt. Mehr, sie darf den Verkehr regeln, Brötchen holen, Schuhe putzen und Kinder anlächeln, aber sie darf auf Menschen, sie darf zu Menschen nicht kommen und sagen, ohne Grund, ich möchte jetzt, dass sie sich identifizieren und so weiter. Das darf die Polizei nicht. Das steht auch in Polizeigesetzen drin, bitte nachlesen. Und diese Personalvertretungsgesetze sind auf Menschen nicht anwendbar, die sich als Deutsche, also als deutsches Volk sich gebildet haben. Also wenn die mich fragen, weisen sie sich aus, dann sage ich, was, wo steht das? Oder? Also wir haben Identitätsdokumente, also das ist eine Plastikkarte. Habt ihr jetzt vom Amt für Menschenrechte? Ja, wir haben eine Plastikkarte und da steht auch nicht drin, wo wir unsere Hauptwohnung haben, sondern der Mensch ist ja Botschafter. Also wenn man sich anschaut, was Mohammed, unser Prophet, gesagt hat und zu den Propheten gehört natürlich auch Isa, also auch Jesus Christus. Mohammed hat mit dem Islam die Welt erobert, indem er gesagt hat, es gibt nur einen Gott und ich bin der Gesandte Gottes. Wir sind hier nach dem Gesandtschaftsrecht, sind wir alle Missionare unseres eigenen Rechts und dadurch, dass wir eigene Körper sind und Körperschaften sind, haben wir dieses Recht. Ja, und dadurch, dass die Menschen sich selber als Menschen nicht erkennen, haben sie es nicht. Ich lese das hier mal vor, das ist das Bundesverfassungsgericht, das ist ganz wichtig. Und zwar handelt es sich um originäre Körperschaften, nämlich ZIB und IZMR. Und das gilt auch für den Menschen. Ich lese das vor. Also die Menschen sind ungeachtet ihrer Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts, dem Staat in keiner Weise inkorporiert, also auch nicht im weitesten Sinn staatsmittelbare Organisation oder Verwaltungseinrichtung. Das gilt für den Menschen, für die Familie des Menschen, für die Vereine und für uns als Gemeinschaft der Menschen, für den Rat der 12 Weisen, für den Internationalen Zentrum für Menschenrechte, für den ZDB. Ihre wesentliche Aufgabe, Befugnisse, Zuständigkeiten sind originäre und nicht vom Staat abgeleitete. Bundesverfassungsgericht, zack, zack, zack. Sie können also unbeschadet ihrer besonderen Qualität, nämlich das Recht, wie jedermann, den Staat gegenüberstehen, eigene Rechte gegen den Staat geltend machen. Sie sind unter diesem Gesichtspunkt grundrechtsfähig. Die Quelle ist Bundesverfassungsgericht, Entscheidung 42,312. Inkompatibilität des Rechts steht hier. Das ist das Gesetz, das die Bundesrepublik selbst rausgegeben hat. Das heißt, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch mit seinem Jus Singulorum hat dieses Recht. Und jeder Mensch steht gegenüber den sogenannten Organen der Bundesrepublik gegenüber rechtsfähig. Warum? Der Mensch ist ganzheitlich. Ich will nur den einen Satz nochmal vorlesen, weil wir schon ein bisschen die Zeit. Der Mensch wird als ganzheitlicher Körper, Seele und Geist geboren. Und zwar frei in Liebe. Trägt alle schöpferische Botschaft als Ganzes auf Erden alle Rechte in sich, in der Welt in sich, nur weil er ein Mensch ist. Das heißt, er ist Botschafter. Und nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische und konsularische Beziehung ist der Mensch der Missionar. Das ist der Botschafter.
Das andere sind juristische Botschaften und die müssen sich natürlich vor den anderen Verbrechern ja schützen. Der Mensch aber nicht. Deswegen gilt das Polizeigesetz, das Personengesetz, das Personalvertretungsgesetz nicht für Menschen. Und mit deinem Ausweis, jetzt mit dieser Plastikkarte, deklariere ich mich quasi zum Menschen? Das ist ein Dokument, in dem jede Fiktionsperson bei uns anrufen oder schauen kann, dass es uns existiert. Es ist so, wir werden das in Zukunft so machen, jeder, der sich bei uns anmeldet, bekommt das Dokument. Das Dokument wird dann voll auf im Internet sichtbar. Da steht also nichts anderes, als da ist das Bild drauf. Und auch das Dokument ist da drauf. Das Bild werden wir vielleicht nochmal schwärzen und für irgendwelche Zwecke dann geben, wenn man uns nachweist, dass jemand damit Verbrechen verübt hat. Und dieses Dokument, also wenn zum Beispiel jemand ein Gewerbe anmeldet, füllt er dann bei uns den Fragebogen aus oder den Meldebogen aus für die juristische Person. Und das wird dann automatisch als PDF bei uns auf menschenrecht-amt.de angezeigt und kann dann mit einem Klick mit Siegel allen drum und dran das Originaldokument ausdrucken. Das ist also die Registrierung bei euch, genau, sozusagen. Und in dem Moment, das ist zwar eine Datenbank, aber alle Daten werden aus der Datenbank geholt und man kann das aussuchen. In dem Moment, und das wird sichtbar, in Dokumente, die nicht sichtbar sind, sind nicht mehr gültig. Du kannst ja auch sagen, ich möchte einen Führerschein haben und dadurch, dass du den hast, muss der nicht unbedingt gültig sein. Deswegen heißt es ja, der Personalausweis oder der Reisepass ist kein Indiz dafür, dass man immer noch Staatsbürger oder was weiß ich ist. Ja. So, und in dem Moment, wo man das, also dann kann jemand von der Behörde oder von den sogenannten Agenturen ins Netz gehen, bei uns das Dokument anklicken, dann sieht er das Original und auch das, was er vor sich hat. Oder er kann es direkt auch durch Anklicken auch ausdrucken. Und damit hat die Bundesrepublik 1:1, also auch die Polizei, Staatsanwaltschaft und so weiter, hat dann Zugriff auf das Dokument, was wir erstellt haben. Und dann muss die Staatsanwaltschaft das uns übergeben, weil das eben Menschen sind mit Rechten. Staatsangehörige haben keine Rechte, sondern sie sind dem Gesetz unterworfen. Ja. Und Gesetz sind privat, also Satzungsautonomie. Es gibt die Privatautonomie und die Satzungsautonomie. Und die Satzungsautonomie ist ein Verband, Privatautonomie ist der Mensch. Das sind diese Privaturkunden und diese Privatrechnung. Und wer es ganz genau wissen will, möge doch bitte an unseren Schulungen teilnehmen. Ich habe jetzt seit fast anderthalb Jahren keine Schulungen mehr gegeben. Diese Schulungen werden bald hier angeboten werden. Wir werden die Schulung aber nicht in der Bundesrepublik machen, sondern weil wir schlechte Erfahrungen gesammelt haben, weil sich die Teilnehmer nicht konzentrieren können. Sie werden abgelenkt und so weiter durch diese Ereignisse. Sondern wir werden das in einem eventuell in der Türkei machen, in einem Fünf-Sterne-Hotel, wo man sich nicht über Essen wundern muss und solche Sachen und wo man auch relaxt und das auch besser aufnimmt. Und das ist etwas, das wird aber auch kosten, denn umsonst ist noch nicht mal der Tod. Man kann das aber auch über die sogenannte Kultusministerien, weil ich habe das ja vorhin gezeigt, ich bin auch gerne bereit, das ins Netz zu stellen. Die Kultusministerien wissen Bescheid und das dient zum Abschluss der Ausbildung der sogenannten Person zum Menschen gemäß Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes. Dort steht das drin, das Pflichtfach in einer Schule ist der Menschenrechtsunterricht. Ja, falls du noch Fragen hast. Ja, ich hätte natürlich viele Fragen. Es ist natürlich sehr schwer, das alles so kurz in so einer kurzen Zeit aufzunehmen. Es ist sehr umfassend, aber du hast ja sehr viel im Netz und ich denke, wer sich damit befasst, da ist eine Goldgrube im Grunde und also ganz elementare Dinge wieder, dass wir wieder zurück unter Gottes Schöpfung kommen als Menschen und uns von niemand anderen sagen lassen, ob was weiß ich was. Also wir halten uns natürlich als Menschen, müssen wir uns auch als Menschen gegenüber verhalten. Das heißt, wir übernehmen auch die Verantwortung für unsere Handlungen, aber uns wird ja ganz viel und ganz viele Sachzwänge und werden uns aufgebrummt, die von einem System kommen, was eben nicht der Schöpfung untersteht, sondern sich darüber erhoben hat, aber das kann sie ja gar nicht. Also ich danke dir für diese wichtige Arbeit, die du machst. Auch wie gesagt, wenn man nicht alles jetzt verstanden hat, man kann weiter forschen und sich damit befassen. Und wenn man Trouble hat mit dem System, kann man sich eben auch an euch wenden. Ja?
Also ich. Ja, sicherlich, du siehst, es sind sehr viele, also viele hätten jetzt Fragen. Ich kann diese Fragen Natürlich. jetzt nicht hier beantworten. Und wir können auch mit den Mustertexten nicht alles erschlagen. Man muss verstehen, was das für ein System ist. Wir erklären nur das System. Wir sind auch nicht da, also das Deutsche Amt für Menschenrechte ist nicht da, um hier den Reichskanzler zu spielen oder irgendetwas zu machen. Wir sind und bleiben eine Nichtregierungsorganisation. Wir können aber bestimmten Gruppierungen, die diese Menschenideologie des 116er nicht also diese Staatsangehörigkeitsideologie nicht vertreten, sondern eben das Reich der Menschen suchen und auch entsprechend sich mit anderen Gruppierungen sich zusammenstellen, können wir ihnen diese Rechte verleihen. Wir können ihnen diese Rechte verleihen. Sie müssen sich nur unter dem Gerichtshof der Menschen organisieren. Damit ist das auch gemeint, dass dass also Deutschland kann wieder mit freien Menschen bestückt werden, wenn man das in diese Form macht. Das steht bei uns auch in den Gründungsurkunden drin, denn die Religionsgemeinschaften oder die Gemeinschaften der Menschen werden definiert über ihre sogenannte Satzung. In dieser Satzung steht in, ich glaube, 39 und 40 der universellen Menschenrechtsverfassung da drin, dass wir Völkern die Autonomie zurückgeben können, ihre Rechte zurückgeben können. Wir machen eigentlich nichts anderes, was damals der Papst gemacht hat, dass wir die Rechtsaufsicht führen, die moralische Rechtsaufsicht, wenn Menschen sich beschweren. Die Bundesrepublik ist ja nicht schlecht. Sie existiert auch, sie ist nicht schlecht. Wir sind nicht gekommen, um das Gesetz, das Grundgesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Mhm. Und da steht drin, Entnazifizierung und so weiter, das kriegt man nicht raus, wenn man dort hinter Geistern herjagt, die ihren Namen man nicht rausbekommt. Und sie kriegen ja auch keine Erkenntnis, wenn man sie nicht verurteilt. Sondern wir müssen diese Figuren, die also gegen Menschen Gewalttaten angetan haben, wir müssen sie verfolgen und bestrafen, damit sie durch die Restitution amnestiert werden können. Laufen ja Verbrecher herum, die jeden Tag Verbrechen üben und in den Fernsehen, zum Beispiel K1 und Pro7, da wird gesagt, mein Revier und Polizei und hast du nicht gesehen. Was ist denn mein Revier? Das ist tierisches Verhalten. Das ist ja nicht natürlich. Ein Mensch hebt doch nicht sein Bein und macht da irgendwo hin und der andere kommt markiert sein Revier, und schnüffelt da bei dem anderen da rum. Ne? Ja. Also so wie der Geheimdienst. Ne? Also das ist nichts Menschliches. Das ist Unnatürliches und das ist nicht Naturrecht. Das ist, ich sag mal, wenn man das ganz genau nimmt, zum Abschluss, handelt es sich hier bei der Bundesrepublik um eine riesengroße Irrenanstalt oder um ein Konzentrationslager und die Polizisten und so weiter sind nichts anderes als das eigene Volk, das unmoralische Volk, das die verwaltet, so wie damals in den Konzentrationslagern die Juden, Juden gegeben hat, dass die Juden dann auch in Konzentrationslagern verwaltet hat. Das finde ich schlimm genug, dass Menschen das gegen Menschen anwenden, indem sie hier Rollenspiele, nämlich, das hat auch der Papst gesagt, nämlich griechisches Theater und römisches Zirkusspiel hier behandeln. Denn ich war letztens ja bei der Agentur in Hamburg, da sagt er, ja, ich habe hier Publikum, da habe ich gesagt, oh, wo muss ich denn den Eintritt für den Zirkus bezahlen? Und gibt's jetzt Applaus vom Publikum? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, nochmals vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Ich danke dir, wie gesagt, man muss sich da weiter mit befassen und für einige, die wirklich einen Weg raussuchen aus einer brenzligen Situation und wir alle kommen ja immer mehr in brenzlige Situationen mit der EU und mit den ganzen übergestülpten Theaterrechten, die uns da vorgespielt werden. Wir müssen da rauskommen. Die Menschen werden hier durch die Europäische Union, dadurch, dass sie diese Normen, diese Verpackungsnormen, also es wird auch demnächst quadratische Tomaten geben oder quadratische Äpfel, damit man sie besser stapeln kann, nicht? Aber letztendlich, das ist nichts Natürliches, das ist schon ja, es wird pervers. Uns alle krank machen, das macht wird uns alles krank. Vergiften. Und, ja, ich hoffe, dass ihr dann zu euch als Mensch wiederfindet. Wie gesagt, ich bin euer Bruder und
und Joe ist unser Bruder. Ihr müsst euren eigenen Weg finden, denn das steht auch in der Offenbarung, steht es drin, wer sterben wird, wird sterben. Also als Person sterben und zu uns als Mensch kommen. Und wer ins Gefängnis gehen muss, muss ins Gefängnis gehen. Damit sind natürlich die Personen gemeint, die bis heute ihre sogenannten perversen Spiele hier gegen Menschen gespielt haben. Ich habe nichts gegen einen Polizisten, der sich von diesen Sachen bei Menschenrechtsverletzungen, wenn ein Mensch sagt, ihr verletzt meine Menschenwürde, ihr dürft das nicht machen. Wenn einer sagt, ich kann das aus gewissen Gründen nicht, das darf der auch machen. Der Polizist, ja. Der Polizist, ja. Weil ja. Er muss ja demonstrieren. Ja. Ich habe nichts dagegen. Aber dass die dann in Rudeln auf Menschen einprügeln mit Maschinengewehren und so weiter, ja. Ja. Das ist nicht nur feige, sondern eines Menschen unwürdig. So ist es. Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Selim. Danke.